Ja, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren spannenden, unaufhaltsamen, horrorhaften, jetzt fallen mir keine Wörter mehr ein, Session mit Haunting Ground. Und wie immer bin ich nicht allein. Ich habe wie immer meine Expertin an der Seite. Kleinen Marienkäfer von Sublex Mit dem Marienkäfer kann ich leben. Mit Sublex wohl nicht, ne? Doch, damit auch. Ja, wir haben das letzte Mal unseren großen besten Freund in die Flucht geschlagen, Das haben wir. der seitdem irgendwie, ja, er ist weggelaufen vor uns. Richtig. Hat wahrscheinlich Angst oder so, nachdem er die Macht des Kronleuchters zu spüren bekommen hat. Ja. So, ich lade mal einfach den Spielstand. Das ist eine gute Idee. Bevor wir noch mehr Zeit in diesem Menü verschwenden und dann vielleicht doch noch auf die 5 Stunden kommen. Richtig. Ja, ist der richtige Spielstand, denn wir haben den Saturnus-Schlüssel. Sehr gut. Und ja, wir müssen jetzt höchstwahrscheinlich die Tür finden, an dem wir ihn benutzen können. Richtig, genau. Ja. Kurze Orientierungsphase, okay. Ja, da musst du jetzt einfach nur hoch, also die Wendeltreppe hoch. Wendeltreppe. Die Wendeltreppe. Ah ja, das war der Raum mit den. Go, Huey. Mit dem Schieberätsel vorher. No. Ach, scheiße. Noch glatt, obwohl er den Befehl gehorcht hat, habe ich noch glatt Huey. in die falsche Richtung gedrückt, den Stick. Naja. Ui. Kann ja mal passieren. Oh mein Huey. Huey. Go, Huey. No. Ach Mann, jetzt drücke ich schon wieder in die falsche Richtung. Was ist denn los heute? Mensch, was tust du? Huey. Musst du dich erst warm spielen? Good boy. Ja, ich hätte vielleicht doch nochmal wieder in die Spielanleitung wie immer gucken sollen. Habe ich diesmal nicht gemacht. Tja, die So. Treppe hoch. Noch weiter hoch. Huey. Denn hier ist offensichtlich keine Tür, nur Good Blöcke. boy. Okay. Ist das diejenige welche? Ich glaube ja. Das ist schon die Tür. Das ist, soweit ich weiß, ist das schon die Tür. Du musst den Schlüssel einzeln verwenden. Ja, ich habe es mir fast schon gedacht. Da legt sich der Hund erstmal hin. Ja. Der denkt sich auch nur, Mann, die Frau ist klug. Ja. Sie weiß, was kein Computer ist. Computer. Computerrohr. Ich kann Türen alleine öffnen. Vielen Dank. Ich glaube, ich habe vergessen, im Badezimmer das Licht auszumachen. Ja, diese Frau ist irgendwie. Jetzt lächelt sie Nett. auch noch so. Ja, ist doch freundlich von ihr, dir Bescheid zu sagen, dass jetzt Abendessen serviert ist. My creator said he made Ey, me irgendwo erkenne ich the den Spruch. perfect woman. Woher bloß? Okay, die perfekte Frau. Darf ich? I cannot taste Okay. or experience pleasure or feel pain. Ja, ich wollte sie gerade zu einem Dinner einladen. Sie hat ja so für so viele Leute gekocht. Thanks for the meal. Aber da sie ja keine Freude empfindet, keine gute Idee, das Essen stehen zu lassen. Nee, ich glaube, sie wird sich beleidigt fühlen. Kann sie überhaupt fühlen? Naja, freut es schon mal nicht. Also sie kann auch nicht schmecken. Nein, auch das kann sie nicht. Aber sie kann sich die Fingernägel lackieren. Ja, mit blutroter Farbe. Yikes. Yeah.
Was ist denn los? Warum humpelt sie? Ihr geht es nicht gut. Wenn du versuchst, deinen Hund zu rufen, dann sagt sie auch, dass sie sich jetzt ins Bett legen möchte. Sie kann jetzt ihren Hund nicht rufen. Ich kann gar nicht ins Menü gehen. Wow. Dann würde ich mal sagen, die gute Fiona muss sich jetzt erstmal kurz ins Bett legen und sich ausruhen. Ist ihr Brustimplantat kaputt oder so? Ich glaube, das Essen ist ihr nicht gut bekommen. Es ist ein bisschen auf den Magen geschlagen. Keine Energie. Ach Gott. Der Hund auch nicht, deswegen muss er sich erstmal hinsetzen. Ja, ich kann ihn ja nicht rufen. Nein. Immer wenn ich es versuche, stöhnt Fiona. Richtig. Sie ist dazu Hund, jetzt nicht in Stimmung. Ist der Hund gerade mit dem Kopf durch die Wand geklippt da hinten? Ich habe nicht drauf geachtet. Aber könnte sein. Das Schlafzimmer war hier, ne? Nee. Genau. Ja, doch. Die Tür ist sogar schon offen da. Was für ein Service. Admiral Akbar würde sagen, das riecht nach einer Falle. Bitte vorher abspeichern, bevor du schlafen gehst. Danke für den Tipp. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Nur so, zur Sicherheit. Ja. Ich glaube nicht, dass du das Folgende verhauen wirst, weil du hast ja inzwischen Übungen, aber... nicht im Umgang mit Frauen. Und sie ist eine ganz spezielle Frau. Sie ist eine unvollständige Frau. Vielleicht habe ich mit solchen Typfrauen ja mehr Glück. Vielleicht. So, und jetzt ab ins Bettchen. Schlafen. Kleine Fionas müssen jetzt ins Bettchen. Warum gehen kleine Fionas hier ins Bett? Tja. Okay. Mich stört jetzt überhaupt nicht, dass daneben dem Bett ein Fenster ist. Mit frischen Lagen. Ja. Auf dem Bett. Service. Wer kann das bloß gewesen sein? Muss wohl unser Kumpel die Vilitas gewesen sein. Yay! Okay. Ruin wir uns aus. Da ist die Hand schon wieder. Die ist ja nicht mal eine Minute eingepennt. Moment mal, die hat sich gar nicht die Fingernägel lackiert. Die hat gar keine Fingerkuppen. Was macht die da? Oh nein, sie ist geil auf unser Implantat. Nein. Hände weg. Ja. Mir geht's gut. Dir auch? Jetzt wissen müssen. I'm looking for my mama. I am not complete. Ja, toll, erzähl das deiner Mutter. Fast der richtige Text. Fast. Ja. Fuck. Aua. Doch wehtun. Ach, aber sie spielt ja keinen Schmerz. I'm so fucking crazy, Snake! Richtig. Oh, da hat es kaputt gemacht. Ja. Frauen haben alle einen Schädel. Ja. Sie ist nicht mit dem Kopf durch die Wand, aber mit dem Kopf durch das Glas. Also nicht den Sand in den Kopf stecken, ne? Ja. Komm, gib's mir, Baby. Leck noch mal dran. Nee, besser nicht. Ach, so eine selbstverliebte Tussi. Nee, die ist mir nicht mehr sympathisch. Das sehen hat sie es endgültig versaut. Ja? Ich glaube, sie will da eine Kleinigkeit von Fiona. Mein Amulett kannst du haben. Du flüchtest jetzt zu der Tür.
Wo, zu welcher? Der hinter mir? Nein, du flüchtest, also, weg. Welche weg, Tür? Die da vor mir? Du gehst jetzt nach unten. Ja, genau, du gehst jetzt durch die Tür vor dir und dann nach unten. Die Treppe runter? Ja. Du musst nämlich jetzt zu der Tür, die du eigentlich ursprünglich aufmachen wolltest, als du zum Essen gerufen wurdest. Da willst du jetzt hin. Huey! Bitte links abbiegen. Durch die Tür. Mhm. Nee, durch die Wand. Ja, das ganze Essen verputzt. Ja, kannst mal sehen. Und jetzt? Jetzt links halten, durch die Tür. Ja, da ist ja wieder der Keller, ne? Ach man, scheiß Kamera. Und jetzt? Jetzt zum Kameramann. Alles klar. Huey. Kurze Denkpause. Soll ich speichern? Wenn du möchtest. Ich muss jetzt ganz kurz nachdenken, wie wir wieder da hinkommen. In der Zeit speichere ich mal, denn die Musik hat aufgehört. Am besten du rufst mal die Karte auf. Das ist ein guter Plan. Ich dachte jetzt schon, am besten du rufst mal den Colonel an. Piep, piep. Colonel, ich brauche eine Karte. Welchen Knopf muss ich drücken? Snake. Ja, plug your controller into socket 2. Ja, hast du die Karte. So, sehr schön. Wo ist der Pfeil? Ich sehe. Wo sind wir? Ach, das ist. Der Pfeil ist direkt, ne? Bei dem rechten roten Kreuzchen da. Ja, ich sehe das kaum hier. Das Kreuz ganz rechts. Mhm. Wir wollen. Durch den Raum mit der Falle? Nee, das macht keinen Sinn durch den Raum mit der Falle. Aber. Also entweder ich hatte jetzt einen Gedankendreher drin. Du siehst ja wieder diesen ganz langen Weg in der Mitte der Karte mit dem hübschen Viereck und wo der Kreis in der Mitte ist. Das ist der Platz, wo wir hinwollen. Du meinst, also muss ich dann doch jetzt durch diesen Raum hier mit der Falle gehen? Wo ich die Falle vorher entschärft habe, dann komme ich doch direkt da in diesen Kreis. Nein, ich meine nicht den Kreis in der Mitte, sondern ich meine diesen langen Gang, wo auch diese Einbuchtung ist, wo die Löcher waren, wo du mich noch gefragt hast, ob die dich töten, diese Löcher. Ach, du meinst da und oben, da oben diese lange Brücke da, meinst du? Genau, und da dieser viereckige Raum, wo der Kreis in der Mitte ist, da ist ein Kreis in der Mitte. Zumindest ach, sieht das da, von vor der. Ach, da wo wir vorhin eigentlich abgespeichert haben, wo wir gestartet sind. Okay. Das heißt. Da wollen wir hin. Oh, da kommt mein Hund. Und ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wie wir dafür laufen müssen. Hier auf jeden Fall. Wir können ja nur in diese Richtung. Ach so, da müssen wir. Ach, da muss ich die Leiter hoch, ne? Oder? Nee, das macht keinen Sinn. Nee. Aber, geh mal zum Kameramann, genau.